hier der Rucksack ab. Ja, und zwar wollte ich mich mal wieder melden. Das sage ich auch immer wieder. Ach, ist das eine Scheiße hier, ey. Ja, das Wetter ist nicht so schön. Ich wische jetzt nicht über die Kamera, aber ich sehe da oben, dass das irgendwie ein bisschen... ja, aber gut. Also es ist mehr schlecht als recht. Aber ich habe leider sonst keine Chance, das Video zu machen. Also muss ich mich jetzt bei diesem Scheißwetter raustrauen. Ja, und zwar hat es heute natürlich auch einen Grund, dass ich ein Video mache. Und es soll eigentlich auch nur ein kurzes werden. Ich schaue mal, ob ich es schaffe. Ich wollte ja eigentlich, dass es nicht viele mitkriegen. Oder kaum jemand mitkriegt. Aber es haben ja nur noch einige mitbekommen. Ich hatte gestern Portzähltag. Nicht weiter der Rede wert. Fast 30 geworden und so. ja, und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, naja gut, dadurch, dass es jetzt doch einige mitbekommen haben, mache ich doch einfach mal, oh Gottes Willen, mache ich doch einfach mal ein Geburtstagsspecial und habe mir gedacht, ich schenke euch ein bisschen was. Ja, und ich denke mir immer so viel. Also die Hügel hier sind aber auch übel ätzend. Eklig. Das muss ich aber sagen. Die Luft ist auch scheiße, es ist kalt, es ist nass. Ja. Und meine Brille ist gerade voller Wasser. Ja, und und hab mir halt gedacht, dass ich zum Geburtstag eine kleine Verlosung mache. Und da ich auch nur das machen möchte, dass das Video nicht zu lang wird. Ja, ich habe mich jetzt wieder 2 Wochen lang nicht gemeldet. Ich war den einen Tag mit Quad unterwegs. Allerdings, ich sehe nicht, ob jemand kommt oder nicht. Oder hier irgendwo wild ist. Weil meine Brille beschlagen ist. Jetzt wische ich wahrscheinlich schon wieder viel zu oft über die Kamera. Oh mein Gott, es tut mir leid. Hab mich jetzt wieder nicht gemeldet. Ich war das eine Mal mit Quad unterwegs. Hab dann natürlich, wie sollte es auch anders sein, mal wieder meine Speicherkarte vergessen. Und dann war der Weg auch zu weit, um wieder... Oh Gott, jetzt weg. Dann war der Weg auch zu weit, um wieder zurückzufahren. Und ich gesagt, gut, okay, dann verschiebst du es halt auf ein andermal. Das habe ich dann auch getan und ich habe dann aber leider keine Zeit mehr gehabt, weil ich war dann auch in Geburtstagsvorbereitung und heute ist eigentlich auch nochmal Kaffee trinken angesagt. Ich mache das jetzt schnell vorher. Ja, zeitlich halt irgendwie alles ein bisschen scheiße, aber ich möchte mir ja für euch Zeit nehmen und deswegen bin ich wieder da. Wenn ich jetzt hier gleich so ein kleines, ruhiges, trockenes... Oh Gott, der zieht sich ja... Oh, ich fall gleich hin. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Ja, ich suche jetzt gleich mal irgendwie ein etwas trockeneres Plätzchen. Weil ich euch natürlich auch zeigen will, was ihr gewinnen könnt. Was ihr dafür machen müsst, ich habe mir gedacht, okay, diesmal mache ich das halt anders. Ich werde... Ich überlege gerade, wo es trocken ist, Mensch. Ist aber rutschig. Ich werde eine Verlosung machen. Ich werde ein Hashtag irgendwo in diesem Video verstecken. Und ihr müsst den natürlich drunter schreiben. Und derjenige, der das richtige Hashtag, der den richtigen Hashtag schreibt. Tja, scheiße, hier ist irgendwie eine Trockenes. Der den richtigen Hashtag schreibt. Vielleicht hier so unter Bäumen. Oh, da ist das Gold. Oh, da ist das Gold. Hier so unter Bäumen wäre das doch eigentlich ganz cool. Oder? So. Oh Gott, der Geier, die Jacke ist gar nicht wasserdicht. Verdammte Scheiße. Ja, meine Haare sind dann auch nass. Schön. Aus meinem Helm raucht's raus. Schön. Fuck, ist das kalt. Warum mache ich das eigentlich? Ich weiß es doch nicht. Ups. Guckeli, guck, guck. Ja, nee. Und dachte mir dann halt, dass ich... Also ich verstecke hier irgendwo... Hoffentlich hatte ich jetzt hier mein Handy nicht drin. Das ist so nass. Verstecke hier... Nein, verstecke jetzt irgendwo hier im Video einen Hashtag. Und ihr schreibt das aus. Bitte passt auf.
Ich werde einen kleinen Fehler einbauen. Ich werde diesen Hashtag mit Absicht etwas falsch schreiben, damit es halt auch nicht so einfach wird. Und die, die den Hashtag richtig schreiben, die sind quasi dann automatisch in der Verlosung mit drinne. Gut, genau, ihr Lieben. So, und zwar habe ich mir da schon wieder gar nicht so richtig die Gedanken zugemacht. Aber, also. Ach, scheiße. Also, und zwar gibt es zu gewinnen. So. Erst einmal. So, und zwar verlose ich natürlich meine Sticker. Ja, das steht fest. Dann gibt es zu verlosen. Wartet. Ich muss suchen. So. Dann habe ich noch zu verlosen die Aufkleber von Quadfahrer. Und zwar habe ich... hat Quatschert mir ein schönes Paket zurechtgemacht und hat mir da noch ein, zwei kleine Überraschungen vorbeigebracht. Also, wie gesagt, sie machen richtig schöne T-Shirts, Pullover und Accessoires. Schaut hin, ich werde euch den Link in die Beschreibung schicken und werde ihn euch auch jetzt natürlich sagen. Also www.quatschert.de, die sind auf Instagram zu finden. Wie gesagt, sie haben auch eine eigene Webseite. Ja, Preis-Leistung ist es eigentlich echt top. Ich selber habe ein T-Shirt davon, ich habe diese Tasche davon und die Qualität ist wirklich der Wahnsinn. Also da kann man echt nicht meckern. Und ja, und wie gesagt, also es gibt diese Sticker zu gewinnen, Quadfahrer. Ja, wisst ihr, was ich gar nicht gemacht habe? Aber das ist so typisch Nina. Sie macht etwas und bereitet sich gar nicht vor. Ich muss mal gucken. Wartet, ich werde das Video jetzt wahrscheinlich schneiden, weil ich habe nämlich gar nicht gezählt, wie viel. Aha. Ich habe es vorhin noch im Kopf gehabt, aber jetzt ist weg. Verdammte Mist. Also, und zwar gibt es vier Quadfahrer-Aufkleber zu gewinnen. Es gibt... Ich habe hier drei so eine schönen Schlüsselanhänger. Auch das ist übrigens von quatschshirt.de. Die sind richtig nice. Ich habe meinen leider noch nicht dran, ich habe mir aber schon einen weggepackt. Also hier ist einmal ein quadfahrendes Mädel und hier ist einmal ein quadfahrender Boy. Also wenn Mädels mitmachen und vielleicht auch in der Verlosung mit drin sein sollten, dann bekommen die natürlich das. Wenn keine Mädels mitmachen, dann weiß ich auch nicht. Also drei Stück davon, vier Stück von Quadfahrer und von meinem. Es ist schon wieder überhaupt keine Ordnung, ja? Also ich merke das schon. Also eigentlich müsste ich alles in derselben Zahl haben, aber das finde ich halt langweilig. Und es gibt... Ich verlose, weil es so schön ist. Fünf von meinen. Ja, keine Ahnung, dann noch ein Schlüsselanhänger dazu und zwei... Naja, warum fällt mir das eigentlich? Nee, ich mache das anders. Scheiße, warum bin ich so spontan? Es tut mir leid, dass ich mir vorher keinen Kopf gemacht habe. Cut, cut. Ich mache das anders, ich habe voll die geile Idee. Ich werde das alles nach Zufallsprinzip machen und so, die ersten drei Gewinner, ach ja, die, also vergesst das andere, die ersten drei Gewinner würden einen Anhänger bekommen, einen Quadfahrer Aufkleber und einen Aufkleber von mir. Genau. Die zweiten, also die ersten drei, dann der vierte Gewinner, weil ich muss das halt irgendwie teilen, weil ich halt diese ungeraden Dings habe. Der vierte Gewinner würde einen Quadfahrer-Sticker und einen Sticker von mir bekommen. Ja. Und der fünfte Gewinner würde einen Sticker von mir bekommen. Also wir machen fünf. Fünf Gewinner. Genau. So machen wir das. Also fünf Leute, die losen können. Obwohl das auch blöd ist. Eigentlich ist das, ich bin immer so für die fairen Sachen, aber ich glaube, bei der Verlosung kann man halt einfach gar nicht fair bleiben. Deswegen würde ich sagen, wir machen es so. Genau. Also die ersten drei, die quasi ausgewählt werden, bekommen drei Sachen. Der vierte bekommt zwei Sachen und der fünfte bekommt eine Sache. Und ja, so machen wir das. Also wie gesagt, der Hashtag kommt irgendwann irgendwo hierher. Ich weiß auch noch nicht, was es ist. Also ich werde es euch natürlich auch nicht sagen, weil das müsst ihr ja selber gucken.
Und dann einfach rein damit in die Kommentare schmeißen. Denkt dran, dass er richtig geschrieben ist. Sonst zähle ich ihn leider nicht mit. Und ja, und dann seid ihr auch schon dabei und dann werde ich euch belogen. So, ich werde jetzt erstmal kurz... Was ist denn das hier? Oh. Ich werde jetzt erstmal kurz ein Foto machen. Weil ich habe euch noch was zu verkünden. Aber das machen wir gleich. Bis gleich, Leute! Oh. Oh. Mir regnet so im Nacken rein. Oh, ich will das nicht. Oh, ist das kalt. Ich habe das falsch rumgedrückt. Naja, so geht's aber auch. So. Jetzt habe ich gerade mal ein paar Fotos gemacht. Jetzt werde ich mich aber auch wieder auf den Weg zurück machen. Weil es ist wirklich schweinisch kalt und nass. Und ja, ich bin durchgefroren. Also wie gesagt, das war natürlich wieder ein schönes Hin und Her. Ich habe mir das eigentlich erst anders gedacht. Und das ist bei mir normal, wenn ich dann ein Video aufnehme. Wenn ich dann ein Video aufnehme, dann möchte ich das, dann möchte ich das dann doch irgendwie anders haben. Und die Ideen kommen dann halt immer sehr spontan. Gut, also die Idee ist da. Wir machen das genauso, wie ich es gesagt habe. Und dann habe ich natürlich noch was euch zu verkünden. Und zwar ist doch am 6. Dezember Nikolaus. Und ich werde euch natürlich noch nicht sagen, was ich davor habe. Ich sehe nichts. Verdammte Scheiße, ich sehe nichts. Ich werde euch noch nicht sagen, was ich davor habe. Auf jeden Fall habe ich etwas vor. Und da gibt es dann ein Überraschungsvideo. Und ja, was dann ist, werdet ihr sehen. Dass ihr Bescheid wisst, also wir sehen uns dann am 6. Dezember wieder und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt es nicht so regnerisch wie ich. Ich werde mich jetzt trocken machen zu Hause und dann geht's weiter zum Kuchen essen. Macht's gut, liebe Leute, bis bald. Oh, fuck off. Oh, ich will das nicht.